Hallo und willkommen bei MOVINZ. Mein Name ist Thorsten und heute schaue ich mir mal den Atomstack A5V2 an mit einer Leistung von etwa 6 Watt auf dem Diodenlaser. Dieser Lasergravierer wurde mir von TomTop zur Verfügung gestellt, ein Online-Shop, der im deutsch-europäischen Markt auch unter anderem seinen Sitz hat und diesen Lasergravierer zu einem Hammerpreis anbietet. Schaut euch das gerne einmal an. Links hierzu lege ich euch unten in die Videobeschreibung rein. Und bevor wir gleich loslegen, möchte ich noch mal daran erinnern, wenn ihr Laser graviert, setzt immer diese Laserschutzbrille in Grün auf, damit euch eure Augen möglichst lange erhalten bleiben und ihr keine Punkte hinterher habt, auf denen ihr nichts mehr sehen könnt oder vielleicht sogar komplett erblindet. Mit diesen Worten, los geht's. Viel Spaß beim Zuschauen. Der Atomstack A5 richtet sich ganz klar an Einsteiger und gelegentliche Hobby-Lasergravierer. Der Preis ist günstig, die Verarbeitungsqualität ist gut. Im Packungsinhalt befinden sich Profilschienen, eine Laserschutzbrille, ein USB-Kabel, die Füße, welche an die Profile angebracht werden, eine gut beschilderte Anleitung, die auch in Deutsch abgefasst wurde, ein kleiner Pinsel, ein Schraubenzieher bzw. kleines Werkzeugset, allerlei Schrauben, das Netzteil und sehr schön finde ich hier das Modell mit dem 5 Watt Laser, ist bereits vorgerüstet, um hier einen Air Assist anschließen zu können. Die Steuerbox besitzt einen WLAN-Anschluss und den typischen Notausknopf. Neu ist die Schleppkette, welche Kabelbrüche vorbeugen soll. Diese befindet sich sowohl an X- als auch an der Y-Achse. Der Schlitten läuft auf einer Linearschiene und die Verarbeitungsqualität hat sich nochmal ganz deutlich gesteigert zur Vorgängerversion. Schaut euch mal diesen Drehknopf an, um die Justierung des Lasers vornehmen zu können. Um gegebenenfalls auftretende Wartungsarbeiten zu vereinfachen, hat man hier den Sichtschutz für den Laser einfach mit Magneten versehen und kann diesen von unten abnehmen bzw. einfach wieder draufschnappen lassen. Die Profile werden mit 4 M5 Schrauben miteinander verschraubt. Danach wird die Y-Achse einfach auf den Profilrahmen geschoben. Der Antrieb des X-Motors wird ebenso wie der Y-Motor durch einen Zahnriemen sichergestellt. Dieser Zahnriemen ist bereits auf der Y-Seite vorhanden und eingespannt, auf der X-Seite allerdings nicht. Gerade auf der linken Seite, auf der sich auch die Motoren befinden, ist das, ganz ehrlich gesagt, eine ganz schöne Fummelei, bis der Zahnriemen endlich eingespannt ist. Auf der rechten Seite hat man dagegen deutlich mehr Platz und der Zahnriemen befindet sich schnell an seiner gewünschten Position. Die im Profil liegenden Zahnriemen werden dann sowohl auf der Anfangsseite als auch auf der Endseite mit T-Nuts befestigt. Hierbei ist eine gesunde Spannung des Zahnriemens sicherzustellen, sodass eine gezielte und saubere Führung möglich ist, die aber gleichzeitig wenig Rollwiderstand verursacht. Die überstehenden Zahnriemenelemente werden laut Anleitung mit einer Schere abgeschnitten. Ganz ehrlich, ich empfehle euch das Gegenteil. Wenn es euch kein inneres Bedürfnis ist, lasst sie einfach hängen. Das hat den riesen Vorteil, dass ihr im Zweifelsfall später hier die T-Nut-Schraube nochmal lösen könnt und den Riemen hier über das abstehende Stück nachspannen könnt oder auch nochmal leicht lockern könnt, wenn nötig. Der Hersteller hat dies übrigens sogar mit einem kleinen Schlitz in jedem Fuß entsprechend bedacht, wie man hier gut erkennen kann. Die Füße werden einfach nun auf alle 4 Ecken geschraubt. Hierbei dient die Steuerbox nicht nur als Steuerbox, sondern ebenfalls als Fußeinheit. Zu guter Letzt wird die Schleppkette seitlich mit 4 Schrauben fixiert.
Mit einem Schraubenschlüssel stellt man hier nun noch an der Exzenterschraube das passende Spiel ein. Der Laser wird seitlich mit zwei Schrauben fixiert und später dann zum Leveln über die große Schraube oben kopfseitig bewegt. Lasst uns einen kurzen Blick auf die technischen Daten werfen. Der Laser hat eine optische Leistung von etwa 5,5 bis 6 Watt und eine Laserwellenlänge von etwa 455 Nanometern. Die Gravurgenauigkeit beträgt 0,01 mm. Die Fokussierungsmethode ist fokusfest. Die maximale Graviergröße 400 x 400 und angegeben ist das Gerät mit 10.000 Betriebsstunden etwa. Nutzbare Materialien sind zum Beispiel Holz, Papier, Kunststoff, Leder, Leiterplatten, Aluminium, nicht reflektiertes, galvanisiertes und lackiertes Metall, 304er Edelstahl, undurchsichtiges Glas, Keramik, Baumwollstoff, Stein, undurchsichtige Acrylplatten, Harz, Gummi, hochdichte Schaumstoffplatten. Der Laser-Engraver hat eine linear geführte Y-Achse und Schleppketten auf X und Y sowie eine Vorbereitung für ein R-Assist. Das Gerät besitzt kein Display und wird nicht über die Box direkt gesteuert, sondern per USB. Unterstützt wird die Software Lasergörbel und Lightburn. Schnell noch den Laser leveln mit dem beiliegenden Plättchen. Einfach absenken mit der Schraube oben, bis er aufliegt. Und dann passt das auch schon. Los geht's! Mein Testplättchen nutze ich ja immer, wenn ich neue Laser ausprobiere, um einfach zu schauen, wie kann ich ihn am besten bedienen, wie kann ich ihn einordnen. Hier haben wir wie immer 4 mm Pappel. Auf der linken Seite sehen wir, sauber war der Cut an der Stelle nicht. Zweimal hat er geschnitten mit einer Geschwindigkeit von 5 mm pro Sekunde und 100%. Bei 3 Durchgängen war der Cut dann sauber. Fill Speed übrigens 50 mm pro Sekunde. Die Top-Bottom Letters, also die Schrift, die man hier überall lesen kann, 30 mm pro Sekunde bei 100%. Ein wirklich schönes Ergebnis. Angesteuert habe ich den Laser über Lightburn. Nein, ich möchte hier keine Werbung machen für Lightburn. Ich finde die Software einfach gut, habe mir die auch gekauft und setze die bei Lasern generell immer sehr gerne ein. Ja, hier sehen wir gerade das Framing. Framing nutzt man ja, um den Laser sauber auf einem Holztablett wie hier an dieser Stelle ausrichten zu können, um auch Reste gut verwerten zu können. Das sind alles Dinge, die funktionieren mit diesem Laser ebenfalls. Einwandfrei. Also bis hierhin wirklich ein tolles Ergebnis. Ebenfalls empfehlenswert ist es, ihr seht hier, die Unterlage ist ein Honeycomb, eine Honeycomb-Struktur und ich kann euch nur sehr ans Herz legen, euch ebenfalls eine Honeycomb-Struktur zuzulegen, denn nur so bekommt ihr möglichst schmauchfreie Rückseiten. Auch ein Air Assist ist absolut sinnvoll an dieser Stelle zu erwähnen, denn ein Air Assist bietet euch einfach die Möglichkeit, viel sauberer zu cutten, viel schönere Cuts vornehmen zu können. Das macht so viel aus. Ich werde demnächst mal ein Video euch hochladen mit so einem Air Assist, sodass ihr das einfach mal sehen könnt. Ich lege euch übrigens in die Videobeschreibung ganz viele Links rein zu Erweiterungssets, die es für diesen Laser gibt und die auch wirklich sehr sinnvoll sind. Wir schauen uns das später auch nochmal kurz im Detail an. Ja, und schon lassen sich solch hübsche Dinge im Handumdrehen zaubern. Ihr seht schon ganz, ganz leichte Schmauchspuren auf der Oberseite. Das hat natürlich damit zu tun, dass ich hier lasere ohne einen Air Assist. Also wie gesagt, sollte man sich wirklich überlegen, wenn man an einem Laser interessiert ist, auch ein Air Assist wie auch eine Wabenstruktur zuzulegen, macht einfach ein besseres Bild.
jetzt mal eine deutlich komplexere Struktur und die schauen wir uns jetzt einfach mal an und genießen den Laservorgang. Ja, wie versprochen, wollten wir hier noch ganz schnell über die Webseite und über diese zusätzlichen Produkte drüber schauen. Hier haben wir zum Beispiel den Tomstack A5V2 mit 6 Watt. Und dieser kostet auf der TomTop-Webseite, die ja die Hardware zur Verfügung gestellt haben, für mich zum Testen aktuell 239 Euro. Wenn ihr einen Coupon-Code von mir nutzt, lege ich euch unten in die Videobeschreibung rein, sowie auch alle andere Produkte, für die ich Coupon-Codes für euch habe. Dann bekommt ihr dieses Teil für 199,99 Euro. Das ist echt ein Hammerpreis. Ja, gehen wir mal weiter. Wer Spaß daran hat, eine Kamera zu nutzen, um eben Aufnahmen machen zu können, von seinen lasergravierten Produkten, der bekommt statt 82 Euro das Teil aktuell für 79 Euro. Dann gibt es noch einen Luftfilter. Diesen kann man zum Beispiel per Schlauch anschließen, wenn das Gerät in einem Enclosure steht. Und dann kann man das an diesen Luftreiniger anschließen zum Filtern. Aktueller Preis mit Coupon-Code 135 Euro. Der Atomstack Air Assist, den bekommt ihr für 49 Euro, genauso wie er hier steht. Ebenfalls hier, wenn ihr etwas mehr Power benötigt, für 329 Euro das 20 Watt Lasermodul Erweiterungskit. Das Enclosure, um den Lasergravierer eben in eine Box zu stellen, damit nicht der ganze Raum nach verbranntem Holz oder was auch immer riecht, den bekommt ihr für 199 Euro. Um runde Objekte gravieren zu können, benötigt ihr eine Graviermaschine, ein Gerät, welches zylindrische Objekte gravieren kann. Hierzu eignet sich dieser Atomstack Maker R1. Er hat verschiedene Backenaufsätze, sodass man möglichst viele Objekte auch damit gravieren kann. Zum Preis von 159 Euro aktuell erhältlich. Auf keinen Fall verzichten solltet ihr hier auf diesen Atomstack F1 Lasergravierer Wabenarbeitstisch, also auf gut Deutsch die Honeycomb-Struktur, von der ich vorhin schon gesprochen hatte. Für 19,99 Euro ist das wirklich ein richtig toller Preis und genial finde ich hier. Man sieht das, man kann sehr gut auch Holzplatten damit einspannen. Ich habe einen Wabentisch, bei dem funktioniert das leider nicht und ich arbeite dann sehr gerne mit Panzertape. Also das hier ist deutlich professioneller und deutlich angenehmer. Eine super Sache für einen tollen Preis. Unglaublich, ich habe das für diesen Preis auch noch nie gesehen, so ein Teil. Und dann noch eben mit dieser Spannvorrichtung, das ist schon richtig gut. Größe 380 x 284 mm, was in etwa einem DIN A3 Blatt entspricht. Fazit: Der Laser bietet für noch nicht einmal 200 Euro richtig
tolle Ergebnisse und auch eine wirklich im Preis-Leistungs-Verhältnis erstklassige Leistung. Natürlich, wenn man cutten will, dann hat er nicht die Leistung eines 20 oder 30 Watt Lasers. Dies bedeutet, dass man die ein oder andere Runde extra laufen lassen muss, um die Stelle auch sauber geschnitten zu kriegen. Das kostet Zeit, ist aber grundsätzlich erstmal kein größeres Problem. Wichtig hierbei ist jedoch, dass er eine möglichst hohe Wiederholgenauigkeit hat und nicht von der Spur links und rechts bei jedem Durchgang leicht abweicht. Das kann man bei diesem Gerät definitiv nicht sagen. Hier war eine saubere Führung über die Linearschiene, über die X- und Y-Achse gegeben. Auch der Laser hat wunderschöne Arbeit geleistet hier bei diesen filigranen Grasstrukturen. Wir hatten es ja auch im Video gesehen. Ich halte euch das noch mal ein bisschen näher hier ran. Ich hoffe, man kann das einigermaßen gut erkennen. Hat er wirklich tolle Arbeit geleistet und zwar genau in dem Setup, wie man ihn auch kaufen kann, mal abgesehen von der Honeycomb-Struktur, die ich immer unterliegen habe. Die würde ich auch dringend empfehlen. Wer zusätzlich bessere Ergebnisse erhalten möchte und ein Stück weit auch besser gravieren bzw. cutten will, dem empfehle ich auf jeden Fall auch den AirAssist, denn dieser unterstützt das Schneiden, das Gravieren und natürlich auch eine möglichst schmauchfreie Umgebung an den gecutteten Elementen. Ein tolles Gerät, wie ich finde. Schön finde ich auch, dass er sich aufrüsten lässt, soweit man das erkennen kann. Gibt es ein 20 Watt Laser Upgrade, welches ich euch auf der TomTop-Webseite gezeigt habe, optional dazu. Wer also später irgendwann mal merkt, ha, ein bisschen mehr Power wäre ja schon nicht schlecht, holt den alten Laser raus, steckt den neuen drauf, feuerfrei und los geht's. Ja, wir sind am Ende des Videos angekommen. Mir bleibt nur zu sagen, ein toller Einsteiger, Lasergravierer, der wirklich gut abgeliefert hat. Mir hat lediglich an dieser Stelle gefehlt, dass er kein Display hat und nicht direkt über die Steuerbox bedient werden kann, sondern nur per USB-Kabel über den Computer direkt angesteuert werden kann. Das ist kein großer Nachteil. Ich mag jedoch eher die Displays. Insgesamt ein rundes Produkt, sauberes Ergebnis, ein tolles Gerät. Schreibt mir gerne unten in die Kommentarbox rein, was ihr aus diesem Video rausziehen könnt für euch, ob euch der Laser gefällt, was ihr zum Beispiel mit dem Laser alles so machen würdet und lasst mir gerne ein Like da. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lasergravieren, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!